Aber mal sehen, ob Daniel das hinbekommt, weil es gibt 5 verschiedene Geister, glaube ich, soweit ich weiß. Du musst sie alle finden. Ich bin gerade in diesen Schuppen da gelaufen und bin jetzt unten in so einem wasserdurchfluteten Raum. Achso, da, das ist der zweite Stern, da solltest du ja noch nicht hin. Das sagst du mir jetzt, wo ich schon den halben Weg da lang gelaufen bin. Ah, na dann komm zurück. Ah, please. Ernsthaft? Obwohl, ich weiß nicht, ob du den Ständer schon machen kannst, aber ich bezweifle es. Das werde ich jetzt gleich sehen. Na gut, dann ist halt. Währenddessen sammle ich Zeugs. Was ist denn hier? Also da nicht, mache ich jetzt nicht alles alleine. Was soll das denn heißen? Ich sammle auf jeden Fall den Münzstern und vielleicht auch den roten Münzstern, aber. Ja, dann Sterne machst du. Insofern das nicht so schwierig für dich ist. Ey, was soll das denn heißen? Ja, weiß ich nicht, du hast den Wandsprung nicht mehr geschafft, also. Ich hab incredible Skills. Das glaube ich auch. Nicht ahnende Skills. Ich weiß ja nicht, welches Handicap Mario hat, aber ist schon ganz schön fett. Ja, doch, definitiv. Oh, das muss ich dir zeigen, Dani. Was geht denn hier ab? Wenn du es nicht allein machst. Ach, scheiße. Okay, was genau muss ich hier drin machen? Bist du bei diesem Karussell? Ja. Also ja, ich weiß, also eigentlich kommen aus einem Bild Geister raus, die du töten musst, aber ich glaube nicht, dass es hier schon okay. Ja, okay, dann. Weil die wären schon längst rausgekommen wahrscheinlich. Ja. Ja, okay, dann musst du nochmal zurück. Verdammt. Und sammeln wir währenddessen Zeugs, also alles gut. Ich habe 56 Münzen schon, also alles gut. So. Ich habe schon 3 Geister getötet, auch wenn das nicht zu meiner Aufgabe gehört, aber die Geister geben 5 Münzen, deswegen ist es gut. Ich habe so ein Auge getötet. Das Auge hat auch eine Menge. Du wusstest, wie man ein Auge tötet? Nee, ich habe doch den Text vorher gelesen. Mit den rollenden Augen. Ach wirklich? Okay, das habe ich als Kind nie gerafft, wie man die Augen tötet. Okay. Vielleicht habe ich einfach die Schilder nicht gelesen, kann auch sein. Das hat mich jetzt gerade gewundert, bis ich das herausgefunden habe. Alter, das hat so lange gedauert. Okay. Ich wusste nicht, wie man das macht. Ja, siehst du, du kannst den Wandsprung, aber ich kann den Dreifachsprung, aber Schilder lesen. Aber ich kann Schilder lesen. Ja, du kannst Schilder lesen. Also ich habe 4 rote Münzen und bald habe ich alles. Da ist zwar noch ein Big Boo, aber den will ich irgendwie gerade nicht besiegen, deswegen gehe ich weg. Was ist hier dran? Achso, das sind auch Münzen, okay. Ich mache jetzt voll den coolen Wandsprung. Dann gehen wir mal durch die Kacke auf der Rückseite rein. Oh. Upsala. Hast du 2 gefunden? 2 Geister. Ich habe 2 getötet auf einmal. Das ist gut, dann passt das. Ghosts don't die. Noch mehr. Die anderen sind noch da. Can you get out of here alive? Das ist irgendwie schon richtig hart für ein Kinderspiel. Auf einmal Ghosts cannot die, vor allem die wird hier angesprochen. Hey, komm schon, Augie. Du willst mich haben. Ah, ja, okay, das ist ja dieser Raum, wo die 2 Geister drin schweben. Kommt man da auch wieder irgendwie so zurück ins Haus, oder? Nee, du musst von außen wieder. Okay, ich habe 7 Münzen. Das ist ein Rot. Und 89 Dings hier ist. Manche fragen sich wahrscheinlich, hä, wie macht Claudi das? Warum einfach Gegner töten? Ja, sicherlich, aber eigentlich muss man die erste Mission machen, damit man auch nach oben kann. Aber ich habe mich irgendwie nach oben gecheatet. Achso, okay. Also beziehungsweise mit einem Wandsprung habe ich mich da nach oben geglitscht irgendwie so. Ja. Und ich habe 2 Sterne zeitgleich freigeschalten. Das ist irgendwie. Das hat Patzer auch damals gemacht. Glaube ich zumindest. Fuck, ist passiert. Okay. Ah, cool, ich bin unten in dem Karussell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit diesem Klavier los? Ah, kann man das töten? Nein, das Klavier kannst du nicht töten. Ah, okay. Genau, das wollte ich dir eigentlich zeigen, aber schön, dass du es selbst herausgefunden hast. Ja, das ist ganz toll. Ich weiß. Hat dich erschreckt. Wow, und die Stühle greifen einen an. Was? Nein, alles greift dich an. Das ist ein Geisterwille, aber so. Wie kann ich dem Scheiß ausweichen? Ja, wow, einfach springen. Okay. Oder kaputt schlagen geht auch. Wir lassen Münzen fallen, aber allerdings interessiert sich dich nicht für Münzen, weil ich schon alles gesammelt habe. Ich habe eine rote Münze eingesammelt. Hey. Gut, ich habe schon alle. Sollte aus dem Gemälde nicht eigentlich ein Geist kommen? Ah, nee, oh, da. Wow, wow, also, wow.
Das bin ich. Ja, da war ein Buch. Das kam ja, also aus diesem Gemälde hast du eigentlich schon zwei Geister getötet, die da hinten im Schuppen Ach, waren. Das ist der Raum, ja. Okay. Ja, richtig. Hätten wir jetzt hier die Unsichtbarkeitskappe, dann könnten wir... Ja. Daniel. Ja? Komm mal her. Bei mir ist so hier ein riesiger Big Boo, der mich gerade hier verfolgt, weil ich alle Geister schon getötet habe. Du kommst mal hier zu mir ins Klavier mit. Ins Klavier mit, okay. Ja, beim Klavier. Komm mal her. Komm mal, ich zeig dir was. Na, warte. Für die Zuschauer. Guck, ich bin nicht da oben. Jetzt bin ich da oben. Hehe. Und jetzt geh mal raus. Okay. Ich geh raus, warte kurz. Da bei der Halle da. Ja. Dann bin ich da oben. Kannst du mich da ansehen? Hey. Mach mal Ego-Perspektive. Komm ich hoch. Ja, da oben stehst du. Wie so ein Psycho, ey. Dieses Grinsen von Toad. Und ich sammle jetzt einen Stern. So. Yeah. Hey. So, das war jetzt der für die Münzen, oder was? Ja, ich habe für rote Münzen und für Münzstern. Ich habe beide schon. Alles gut. Praktisch, ne? Aha, Ghosts don't die! Jesus. Ja, Jesus kann dir auch nicht helfen. Ich helfe dir bei der Ghost Hunt ein bisschen. Das stirb, Auge. Okay. Ich bin gerade in diesem einen Raum da. Weiß nicht, was du meinst. Ja, in dem Raum. Hier gibt's doch nicht so viele Räume. Du musst schon wissen, wo ich bin, Mensch. Muss aber sagen, ich mag das Level hier. Ich find's bis jetzt auch ganz sympathisch. Gut, das war klar, dass das einstürzt. Okay. Los, mach deinen Geist hier kaputt. Yeah! Aua, what the fuck? Ich hab dich getreten. Ja, toll, danke. Nicht runterfallen, weil sonst landest du beim Karussell. Und da willst du nicht hin. Da will ich hin. So wie ich, der da hingefallen ist. Ich hab den Geist irgendwie beschützt, indem ich dich getreten habe. Ich hab jetzt schon... Ich hab vier, glaube ich, jetzt. Mag sein. Kommst du nicht hier rüber, Geist? Komm schon. Komm hier rüber. Also einfach... Überall unten solltest du alle Geister töten können. Oh Gott, nein, das war die falsche Taste, scheiße. Ey, ich bin im Karussell. Ja, ich wollte so einen Long Jump machen und hab dann so einen Stampfer gemacht. Ja. Naja, ich bin wieder im Karussell. Okay. Das ist schön hier, ich mag die Musik. Ja, ich auch. Ey. Hi. Ah! Yahoo! Nein, war nicht ohne mich los. Fährt er auf? Ey. Ja, wir fahren noch in zwei Aufzügen, oder? Cool, ne? Ja, ich weiß, das ist lustig. Weg. Dieser eine Geist da in diesem. Warte mal, den kann ich doch bestimmt auch. Von hier aus. Ja, sicherlich. Einfach hier hinspringen und dann bam. Oh! Schon wieder die falsche Taste, Mensch. Ja, du darfst nicht währenddessen geduckt halten, nur springen und dann bam. Hast du ihn besiegt? Oh, ja, ich hab ihn. Aber scheiße, ich bin wieder da. Here comes the master of mischief, the Tower of Terror, the Big Boo. Jetzt hast du einen riesigen Boo besiegen, viel Spaß. Okay. Das ist genau wie die anderen Bosse, nur dreimal treffen. Also alles gut. Sollte nicht allzu schwer sein. Ich denke auch nicht. Alter, what the fuck? Ich komme doch nur mit so einem Rückwärtsjump hoch. Ah, okay. Hoch genug, oder? Oder komme ich auch, reicht's auch, wenn ich ganz normal hochspringe? Du kannst einfach eine normale Stampfattacke machen, das reicht aus. Ne, da komme ich nicht hoch genug. So, hier so komme ich hoch genug. Mit dem Rückwärtsjump. Wie hoch? Wohin willst du denn? Ja, auf den Geist halt. So, ich habe ihn getötet. Nee, du kannst ihn... Okay, egal. Dann sammeln wir den Stern ein, bitte. Boah, der Stern ist oben. Ach ja, es so, wird okay. Sich was öffnen. Aber dann muss ich den Scheiß nicht mehr machen. Na gut, hast du. Here do we go. Exit Kraus kurz. Und jetzt komme ich wieder gleich zu dir. Go und Ghost Hunt. La 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 la. Okay, la la la. Wo?
Wie kommen wir denn jetzt wieder da rein? Ja, du musst einfach den Geist töten und dann. Ah, schon wieder, okay. Ja, immer wieder den Geist töten und dann kannst du. Guck mal, was passiert, wenn ich da reinspringe. Jetzt liege ich bei dir nur auf dem Boden. Ach Goddammit. Nicht lustig. Na los, Daniel, jetzt ist Zeit. Ja. Ich komme. Okay. Auf den zweiten Stock. Naja, musst du nicht. Ah, ja, okay, der nächste, dann. Der nächste Stern ist der Schuppen im Karussell. Ja, genau, gut. Los, machen wir das gemeinsam. Yay. Yay. Hallo, Mr. Auge. Hey, runterspringen. Au. Oh, hat sich voll gelohnt. Wuhu. Bist du schon da? Nö, ich bin unten. Ah, da bist du. Achso, du bist hinter mir, oder was? Ja. Alles gut. Okay. La 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 la. Wunderschön. Ah, da sind sie. Ah, zwei auf einmal. Ah, ich hab schon vier. Angeb. So, ich hab alle. La 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 la. Oh, da kommt der Große. Upsala. Aua. God damn it. Kommt nicht sterben. Wir werden ihn dann gemeinsam einsammeln, Daniel. Ja, sobald ich den Großen besiegt habe. Der ist irgendwie relativ beschissen. Oh, geht doch. Ah, nee, ach, den muss man auch dreimal. Oh. Ja, natürlich. Dann stell dich einfach irgendwo hin und dann lass ihn an dich rankommen und dann mach ihn rückwärts, also. Reicht völlig aus. Du musst ihn gar nicht irgendwie auf den Kopf springen oder sonst was. Du kannst einfach nur rückwärts, also machen. What the hell? Achso, die Flamme da. Ja, die ist auch noch da. Komm, einfach nur rückwärts, also. Ist nicht so schwer. Ja, ich meine, eine Stampfattacke meine. Okay, ich hab ihn. Ja, Gott sei Dank. So, dann lass uns gemeinsam einsammeln. Oh yeah. So, right. Yeah. 3, 2, 1, go. Hey! Yeah! Yeah! Wow, man sieht dich gar nicht. Ist mir egal. Yes! Save and continue. Aua! Bitch. Hey, jeez. Ah, ja, Secret of the Haunted Books. Dammit. Okay, danke schön. Oh, ist da nicht mehr. Ja, ich brauche mal ein bisschen länger als du für den Scheiß, okay? Ich schrei mich nicht an. Schrei dich dann gar nicht an. Alles gut. Schreist mich wohl. Komm mit. Jetzt müssen wir das Geheimnis der Bücher lüften. Oh, Geheimnis, so. Ja, das dafür gehen wir erstmal nach oben. Mystisch, magisch, Mädchen, stark. So, okay. Dafür müssen wir... Wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube dahin. Okay, du bist nein, der Geist. Nein, das war falsch. Okay, das war falsch. Nicht müssen wir hin. Dann müssen wir dahin. Ja, das machst du jetzt. Ich gehe auf anderen Weg zu dem. Viel Spaß. What? Das ist dein. Oh wow. Wow. Okay. Was passiert hier? Ja, du musst die Bücher machen. Ah. Alles, schaffst du es. Ich komm da nicht mehr hoch. Was soll das? Was gibt das? Alter. Oh. Alter! Okay. Was für eine Scheiße! Okay. Krieg das nicht mehr hin? Hä? Ich hab das doch noch eben hinbekommen. Hi. Oder ist da jetzt eine. Nein, ich glaube nicht, dass da jetzt eine Magic Wall ist. Doch, ich glaube schon. Ansonsten werde ich das nicht schaffen. Lüge, ja, Lüge, das gibt eine Rübe. Doch, doch, das ist eine Magic Wall. Ja, ja, jetzt hast du eigentlich das Geheimnis schon gelüftet, oder was? Ja, also ich bin hier beim Stern. Ah. Ah, okay, dann sammeln wir ihn ein. Okay. Aha, das war jetzt antiklimatisch oder so. Antiklimatisch, oh scheiße. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem ernsten Thema. Findest du? Ja. Immer Wandel.
antiklimatischer Klimawandel, so. Okay. Ja, klar. Hallo, hallo Geist. Alles gut. I killed you and now I go in your Käfig. In your Käfig. Okay. Big Boost Balloony. Ja, Balkon Dings. Wo bist denn du? Ich bin jetzt im zweiten Stock. Wow, du bist irgendwie viel schneller vor als ich dachte. Kannst aufhören damit so schnell vorzugehen. Sein. Naja, ich muss dir zeigen, wo. Warte mal. Hast du eigentlich den ganzen Stock, das ganze Stockwerk angesehen? Nein, hab ich nicht. Wo bist du denn? Ja, ich frag mich gerade auch. Ich bin gerade im Hauptraum, ich warte hier einfach mal auf dich. Ah, da bist du. Seh dich. What the fuck? Hi. Wo kommst du denn her? Hey. Hallo, kleiner hyperaktiver Mensch. Das sieht echt so zeigen. Komisch aus. Ich muss dir zeigen. Hier oben musst du hin. Ja. Mhm. Siehst du das? Da musst du von den coolen Wandsprung machen. Warte. Oder machst du einfach einen Rückwärtshalt, das sollte auch funktionieren. So. Ah ne, Wandsprung funktioniert. Wandsprung sag ich, Rückwärtshalter. Mach entweder einen Dreisprung oder einfach einen Wandsprung. So, hier kommt der Biss hier. Du musst auch ein bisschen, du musst an die Wand springen. Du darfst nicht einfach so nah an der Wand sein, weil sonst funktioniert's nicht. Daniel, guck, mach's mir nach. Bist du oben? Nein. Ich war fast oben, ey. Hier, ich zeig's dir. Guck, oder? Also, guck mal. Du machst einfach den Seitwärtssprung. So. Hier. Du läufst von der Wand weg, dann läufst du auf die Wand zu und dann springst du von der Wand ab, während du springst. Bist du? Nein. Komm schon! Hier. Hinlaufen, zurücklaufen, upsi und so. Dann kannst du das von rückwärts. Wenn du rückwärts bist, also kannst du leider nicht. Du kannst auch seitwärts springen, komm schon. Ist nicht so schwer. Guck, hier oben bin ich. Oh. Soll ich den Stern machen? Wo ist der denn, der Stern? Da ist doch bestimmt noch mehr. Ja, der ist da oben. Du musst da oben hin. Du kannst auch die Ego-Perspektive machen, dann kannst du nach oben sehen und dann siehst du, wo du hin musst. Aber ich hab doch den Wandsprung, oh Mann. Ja, wenn du denn einmal den Wandsprung machst, dann reicht es nicht unbedingt aus. Obwohl der eine Wandsprung reicht völlig aus. Du musst einfach nur hinspringen, hinhüpfen. Oh, guck, selbst dann passiert, packt man das. Hast geschafft? Hier, hinlaufen, springen, springen. Dann passt. Ja, ich war. Siehst du das? Ich hab das jetzt zum dritten Mal gemacht. Okay, mach das nochmal. Warte, das will ich mir ansehen. Okay, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Das ist der Vorfall-Effekt. Einfach hin. Spring einfach normal auf die Wand zu und dann spring von ihr ab. Einfach nochmal auf die Wand zu springen und dann abspringen. Ohne einen Doppelsprung oder sowas. Oh, das ja, geht ja auch. Geht doch. Okay, warte, ich komme auch hoch. Ich muss ja gar keinen Doppelsprung dafür machen. Keinen Dreifachsprung. Na, guck mal, hier ist ein Schalter, ein bisschen drücken. Oh, okay, wollen wir das. Auch. Alles einsam. Stopp, ich hab's noch nicht. Münze. So. Ja. Hier ist, hier müssen wir rein. Nein, doch. Ne, ein bisschen. Da bist du. Ja, ist okay. Komm, wir müssen hier raus. Dann müssen wir gegen den Geist kämpfen hier draußen. Da oh, draußen. Ja, guck mal, dreimal müssen wir dasselbe machen. Einfach nur diesen scheiß Geist hier besiegen. Weil er irgendwie beim ersten Mal nicht eingesehen hat, dass er verloren hat oder was? Er hält sich wohl für cooler als er ist. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich auch. Ja. Jetzt müssen wir nur noch da hochkommen. Ah, okay. Das ist meine schwierigste Disziplin, weil ich nicht weiß, wie man es macht.
Ja, hier mit diesem Glitch hat das ein paar Zimmer gemacht. Der ist hier einfach das Dach hochgeglitscht. Weißt du nicht, wie das kann auch sein. Ich mach's einfach mit einem Longjump und versuch da hoch zu laufen. Ja, funktioniert auch. Okay, mach einfach einen Longjump und versuch hoch zu laufen. Oder ich so. Bin runtergefallen. Ich sammle ihn einfach. Ja. Yeah. Ich hab's versucht, aber ich hab's nicht geschafft. Das heißt, du bist runtergefallen. Nein. Ich hab ihn. Okay. Kann man auch machen. Okay. Haben wir jetzt eigentlich alles? Nein, also ich habe auf jeden Fall nicht mal das komplette oberste Stockwerk erkundet. Was passiert hier? Wo kann ich denn da runterfahren? Ach, da kann ich. Okay, scheiße. Okay, ich verstehe. Na, da kannst du wieder rauskommen, weil den letzten Stern können wir so nicht machen. Ach so, können wir noch gar nicht. Aber ich habe noch gar nicht alles erkundet. Ja und? Na gut. Du musst es wissen, du bist der Profi. Wir können jederzeit wieder. Achso, jetzt bist du wieder im Schloss, oder? Yes. Okay, ich komme zu dir. Ich bin hier und warte auf dich. Ja, alles gut. Bist jetzt du ist schon, eigentlich da? Schon. Haben wir eigentlich schon die Rutsche gemacht? Ich glaube schon. Wir haben eine Rutsche gemacht, ja. Ja, okay, gut. Hallo. Hallo, ah. Dann können wir jetzt einfach mal Bowser machen. Bist du bereit?